Hallihallo und herzlich willkommen zum PS Plus Check für den Monat Mai. Das erste Spiel, das wir hier haben, ist Tropico 5. Ihr seid El Presidente und baut eure Inselstadt auf. Das Tolle an der Sache ist diesmal, dass er jetzt durch verschiedene Epochen sozusagen wandert. Und vom kleinen Kolonialstaat bis hin zur modernen Industrie, euer Imperium, eure Demokratie oder eure Armee oder was auch immer aufbauen könnt, denn es liegt an euch, ob ihr halt der friedliebige Demokrat oder der böswillige Diktator werden könnt. Ja, die Story, die ist eigentlich diesmal sogar besser als in den Vorgängern. Ganze 15 Missionen hat das Spiel. Aber im Grunde genommen geht es halt wieder darum, halt eure Gebäude aufzubauen, die Bewohner zufriedenzustellen und Quests zu erledigen. Kommen wir also mal zum nächsten Spiel. Leute, wenn man kein Mario Kart-Klon machen will oder irgendein realistisches Rennspiel wie Gran Turismo oder Forza, dann nimmt man Autos, die relativ realistisch aussehen und lässt sie auf witzigen Kursen umhercruisen. Das Ganze nennt man dann Tabletop Racing World Tour und bietet es kostenlos im PS Plus an. Ja, also, was soll ich großartig von dem Spiel halten? Es soll halt ein netter Funracer werden, aber ihr könnt es auch gerne mal ausprobieren, aber ich bin halt noch immer der Meinung, es gibt nur ein Mario Kart. His name was Nathan Rad Spencer. He was the first of his kind, a flawless specimen of bionic weaponry. Now, he's been reactivated and rearmed. Ihr hört's ja selber, Leute. Rearmed, der zweite Teil einer Serie, die ursprünglich auf der großen Konsole beheimatet war, aber es leider doch nur noch zu einem Arcade-Titel gebracht hat. In diesem Spiel hüpft ihr also von rechts nach links, von links nach rechts und hangelt euch mit eurem Greifhaken hin und her. Gameplay ist jetzt zwar nicht komplett neu oder revolutionär, aber es macht halt einfach Spaß, sich dadurch diese Levels rumzuhangeln und Gegner abzuschießen. Wer darauf Bock hat, ladet's euch runter. Das nächste Spiel, wer kennt es nicht, Loco Roco mit dem gewagten Untertitel Cocoretto. Voilà. Ja, also wie auch in allen anderen Loco Rocos geht es halt hier wieder darum, diese ganzen Loco Roco Viecher einzusammeln, daraus einen riesigen Loco Roco zu formen, der dann möglichst unbeschadet sich durch das Level bis zum Ziel hinfort kämpft. Und zwar, was heißt ihr kämpfen? Er kann eigentlich nur rollen. Und er rollt, indem ihr die Umgebung dreht. Simples Gameplay, eigentlich ist schon alles erklärt, aber es hat halt so seine Tücken. Und deswegen, wem dieser Stil zusagt, der kann gerne mal reinschauen. Meins ist es jetzt nicht. Und deswegen geht's jetzt zur Vita. Auf der Vita gibt's Switch Galaxy Ultra. Wer glaubt es kaum? Man will von A nach B und das möglichst schnell. Wahnsinn-Story, aber das ist eigentlich so der ganze Hintergrund, um was es bei dem Spiel geht. Ihr durchfliegt also dieses Universum auf 2 bis 6 Bahnen und müsst die ganze Zeit diesen Blöcken ausweichen, damit ihr keine Zeit verliert. Es ist halt so. Und zwischendurch, wie man jetzt hier sehen kann, gibt es auch diese komischen blauen Orbs einzusammeln. 10 Stück gibt es im Nebenlevel. Und die will man auch nicht verlieren, weil die schalten neue Stages frei. Deswegen nirgends dran knallen, einfach hindurch huschen. Und deswegen huschen wir jetzt auch gleich mal zum letzten Spiel. Er ist wieder da.
Kratos ist back. Nein, das hier ist jetzt kein Preview-Alpha-Video zu God of War 4, sondern es ist God of War Ghost of Sparta. Eines der besten PlayStation Portable Games, die es so gibt, was jetzt die Preise betrifft, die das Spiel erhalten hat. Es ist halt klassisches God of War, ihr lauft mit Kratos durch die griechische Mythologie und schnetzelt halt alles nieder, was ihn komisch anschaut. Wer Fan von God of War ist, der soll jetzt hier dringend mal zuschlagen, denn das ist echt kein schlechter Titel der God of War Serie. Also wenn ihr Spaß dran habt, griechischen Fabelwesen die Kehle rauszureißen, den Adamsapfel zu zermatschen oder die Fußnägel aufzurollen, dann holt euch dieses Spiel. Und das war's dann auch schon wieder mal für diesen Monat Mai im PS Plus Check. Ich hoffe, wir sehen uns auch wieder nächsten Monat. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt auch mal bitte einen Kommentar ab oder so, damit ich weiß, was ich für den nächsten Monat besser machen kann. Vielen Dank und adios.